Fallout 76 ist fast 4 Jahre alt und zum ersten Mal schickt uns das umstrittene Survival-Rollenspiel jetzt endlich in eine neue Region. Naja, neu stimmt nicht ganz, nach Pittsburgh ging es nämlich auch schon im Fallout 3 DLC The Pit. Die neue Erweiterung für Fallout 76 heißt nun zwar genauso, doch der Weg hierhin war ein ganz anderer und vor allem sehr steinig. Kaum ein Spiel war zum Release so kontrovers wie Fallout 76. Als der Online-Ableger der beliebten Endzeit-Serie nach einer kurzen Beta-Phase am 12. November 2018 startete, hagelte es Kritik. Veraltete Technik, nervige Bugs und Glitches und dazu eine Spielwelt ohne NPCs konnten die Fallout-Fans nicht überzeugen. Seitdem hat sich viel getan, leider sowohl im Guten wie auch im Schlechten. In welche Kategorie die The Pit-Erweiterung fällt, klären wir gleich. Vorher gibt's aber noch einen kleinen Rückblick für alle, die vielleicht nicht mitbekommen haben, was bei Fallout 76 in den letzten Jahren so los war. Das bislang wichtigste Update und der wohl auch größte Lichtblick für Fallout 76 war das Wastelanders Update vom April 2020. Mit dem kostenlosen Content-Paket kehrten menschliche NPCs ins Spiel zurück. Viele Orte auf der Karte wurden passend dazu überarbeitet. Seitdem könnt ihr euch den Siedlern in Foundation oder den Raidern in Crater anschließen. Als menschliche Gegner wurden die fiesen Blutadler-Raider und die durchgeknallten Mottenmann-Kultisten eingeführt. Eine Gruppe der stählernen Bruderschaft fand dann mit der Erweiterung Steel Dawn Ende 2020 den Weg nach Appalachia und ließ sich im Atlas-Observatorium nieder. Das Ende dieser Questreihe gab es dann aber erst 2021. Außerdem brachte das One Wastelander Update nach dem Vorbild von One Tamriel aus The Elder Scrolls Online einen gravierenden Balanceumbau. Jetzt skalieren Gegner mit den Leveln der Spieler und so sind auch frühere Regionen für erfahrene Spieler mitunter wieder eine kleine Herausforderung. Dieses Video wird euch präsentiert von World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic. Der Lichtkönig kehrt am 27. September zurück und ihr stellt euch dem gefallenen Helden von Azeroth und seiner untoten Geißel an der Spitze der Eiskronen-Zitadelle erneut entgegen. Spielt endlich auch in WoW Classic als Todesritter und nutzt die nekromantischen Fähigkeiten bei euren Streifzügen durch die Dungeons von Nordend. Steigt bis auf Stufe 80 auf und meistert den neuen Beruf der Inschriftenkunde oder schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um Schlachtzüge zu bestreiten. Wrath of the Lich King Classic gibt's ab dem 27. September für alle WoW-Spieler mit einem aktiven Abonnement ohne zusätzliche Kosten. Mit der neuen The Pit-Erweiterung kehrt nun die Responder-Fraktion in die Spielwelt zurück. Bislang hatten wir ja nur Überreste dieser Gruppierung gefunden, wie so oft in Fallout 76. Die früheren Responder bestanden aus ehemaligen Polizisten, Feuerwehrleuten und Sanitätern. Im Rahmen der Hauptquest von Fallout 76 konnte man zwar schon der Fraktion beitreten und über ein automatisches Rekrutierungssystem einige Quests für die Gruppe und ihre Feuerwehrableger erfüllen. Als NPCs traten die Responder bislang aber noch nicht auf, schließlich haben sie eine tragische Geschichte hinter sich. Die Responder halfen einst den notleidenden Menschen von Appalachia nach dem Großen Krieg beim Überlebenskampf und versuchten eine grundlegende Ordnung in der Region zu etablieren. Doch nach brutalen Angriffen von 5 verbündeten Raider-Gruppen mussten die Responder zuerst ihr Hauptquartier in Charleston aufgeben und fielen letztlich auf dem Flughafen von Morgantown den Verbrannten zum Opfer. Ihre Ideale lebten jedoch weiter. Ein Jahr nach der Öffnung von Vault 76 und gleichzeitig gute 7 Jahre nach der Auslöschung der Responder in Morgantown fanden sich erste Freiwillige am Posten von Flatwoods ein. Ich bewundere die Responder, seit ich zum ersten Mal von ihnen gehört habe. Wofür sie standen, den Menschen um jeden Preis helfen, das war unglaublich wichtig. Ein Jahr später hilft eine neu formierte Responder-Gruppe Flüchtenden und Notleidenden vom White Spring Resort aus und bietet dort erste Unterkunft, Nahrung und Ausrüstung. Das luxuriöse Hotel ist auch der Startpunkt für alle Expeditionen ins zerstörte Pittsburgh, denn die Responder haben einen Vertibird, der die Anreise überhaupt erst möglich macht. Batterieladungen für den Senkrechtstarter verdient ihr euch durch 3 tägliche Missionen, die ihr bei den Responder-Vertretern abholt. Ich habe ein paar Spitzentipps für Appalachia, aber meine alten Knochen sind nicht mehr so robust wie früher und es gibt nur einen Skippy. Also, ich brauche einen Scout, der für mich da draußen Fotos schießt und Proben sammelt.
In den Mini-Quests müsst ihr mal für Bedürftige kochen, mal sammelt ihr medizinische Informationen oder Tipps zum Überleben in Appalachia oder zuletzt spendet ihr einfach nur Ressourcen, um die Aufgabe zu erfüllen. Ist der Vertibird startbereit, wählt ihr eine der beiden neuen Hauptmissionen von The Pit über die Appalachia-Karte aus. Wenn ihr dabei ein Team leitet, könnt ihr aber immer nur eine Mission pro Tag starten. Als einfaches Teammitglied dürft ihr hingegen unbegrenzt oft nach Norden reisen. Im Auftrag der Responder kommt ihr in beiden Missionen einer in Pittsburgh ansässigen Gewerkschaft zu Hilfe. Die versucht, die Stadt wieder aufzubauen, wird allerdings von Fanatiker-Raidern und ihren Stützpunkten belagert und nach aus ihren Basen verjagt. In einer der beiden Missionen erobert ihr deshalb eine dieser Gewerkschaftsstützpunkte zurück. Passend zum Industriesetting liegt die Basis dann auch in einer ehemaligen Gießerei. In der anderen Mission begebt ihr euch in die Höhle des Löwen und befreit Gefangene aus einer ehemaligen Kathedrale, die den Fanatikern als Hochburg dient. Beide Szenarien haben eigentlich eine Menge Story-Potenzial, das wird aber meist zugunsten von heftigen Ballereien total verschenkt. Ihr findet zwar immer wieder kleine Infoschnipsel, die den verzweifelten Überlebenskampf der Menschen in Pittsburgh dokumentieren, dennoch bleibt der Schauplatz trotz interessanter Architektur sehr blass. Und das gilt auch für die neuen Figuren, die ihr im Rahmen der Erweiterung trefft. Denn egal, ob ihr mit der Responder-Chefin Rucker, dem Gewerkschaftsgesandten Skippy Rorick, dem ehemaligen Fanatiker und heutigen Späher Danilo oder mit der Gewerkschaftsanführerin Hex sprecht, viel zu erzählen haben diese NPCs nicht. Abseits von ein paar grundlegenden Infos dienen sie maximal als Quest-Hub oder Wegweiser. Besonders schade ist das im Fall von Hotel Concierge Orlando. Diese neue Figur fungiert als Bindeglied zwischen Respondern und der im Dunkeln agierenden Hotelleitung des Whitespring Resort. Doch selbst wenn ihr energisch nachfragt, bleibt Orlando bei allen Aussagen sehr vage, was seine Arbeitgeber betrifft. Natürlich, die Besitzer des Whitespring. Ihnen gehört das Resort, das Hotel und die Golfanlage. Ich kann dir versichern, dass sie quicklebendig sind, derzeit jedoch die Geschäfte nicht beaufsichtigen können. Auch in den Expeditionsmissionen gibt's keine neuen Hinweise auf die Strippenzieher im Schatten. Stattdessen wirkt die Erweiterung letztlich wie ein riesiges, loses Ende, das Storyfans ziemlich im Regen stehen lässt. Dabei kann sich die Szenerie sehen lassen, das endzeitliche Pittsburgh wurde stimmungsvoll gestaltet. Zerstörte Gebäude, Industrieruinen und die allgegenwärtige Strahlung machen deutlich, dass diese Stadt auch ohne die blutgierigen Fanatiker kein besonders schöner Ort zum Leben ist. Auch die immer wieder heftig hustenden NPCs sind ein passendes Detail. Zurück nach The Pit. Und spätestens nachts wird The Pit dann auch noch zur Todesfalle, wenn besonders üble Strahlenstürme toben und die radioaktiven Trogs aus ihren Löchern, die tief in die Eingeweide der Stadt reichen, an die Oberfläche strömen. Dann heißt es, Waffe raus und ballern, und das ist übrigens auch eure Hauptbeschäftigung während der Missionen. Beide Hauptaufträge laufen dabei sehr ähnlich ab. Zunächst gelangt ihr in einen kleineren Bereich, in dem ihr auf Hex oder Danilo trefft und eine einleitende Aufgabe erhaltet. Ist die abgeschlossen, bekommt ihr euren eigentlichen Auftrag im zweiten größeren Gebiet. Daneben sammelt ihr bei weiteren NPCs zwei täglich wechselnde Nebenaufträge ein, die ihr in beiden Gebieten erledigt. Kaum ist der Boss des Hauptabschnitts Geschichte, geht's zurück zu euren Auftraggebern, in deren Nähe noch ein Arena-Kampf wartet. Dort müsst ihr dann drei NPCs gegen mehrere Gegnerwellen verteidigen. Wenn euch das gelingt, zählt das als dritte erfolgreiche erledigte Nebenmission. Alles in allem erinnern die beiden neuen Missionen vor allem durch die Gegnermenge und den Kampffokus stark an die Operations aus dem Hauptspiel, allerdings gibt's in The Pit keinen Zeitdruck. Ihr könnt euch hier also in Ruhe umschauen und die nötigen Gegenstände für die Nebenmissionen suchen. Da viele Gegner stark gepanzert sind und massig Kugeln kassieren, fallen die Einsätze aber ähnlich ressourcenintensiv aus wie die Operations. Das kann durchaus für Balanceprobleme sorgen, je nachdem wie euer Charakter ausgelegt ist. Mit einem Schleichfokus gewinnt ihr in The Pit jedenfalls keinen Blumentopf. Und dann fallen die Missionsbelohnungen im Vergleich zum Zeit- und Munitionsaufwand auch noch ziemlich überschaubar aus und benachteiligen alle, die Waffen mit hoher Schusskadenz nutzen, da getötete Gegner nicht annähernd genug Ersatzmunition abwerfen. Wer hier mit starken One-Shot-Waffen unterwegs ist, beispielsweise einem Bogen oder einer Schrotflinte, ist klar im Vorteil und macht vielleicht sogar ordentlich Gewinn. Bei Massenschlachten nutzen euch solche Waffen allerdings nicht viel.
Grundsätzlich sagt ihr in den Missionen ein paar Stimpacks, legendäre Kerne und legendäre Ausrüstung oder Waffen ein, dazu eine Handvoll Munition für eure aktive Waffe. Je nachdem, wie viele der Nebenaufgaben ihr erfolgreich absolviert, gibt es dann auch noch bis zu 10 Briefmarken. Das ist die exklusive neue Spezialwährung der The Pit-Erweiterung. Die Briefmarken tauscht ihr bei einem neuen Händler gegen Pläne für Modifikationen, Dekorationen und sonstige Ausrüstung ein. Klingt harmlos, führt aber zu nervtötendem Grind. Denn erst ab 85 dieser Briefmarken gibt es verschiedene Mods zum Kauf. Für Lackierungen, Dekorationspläne oder Kleidung müsst ihr sogar bis zu 225 Marken locker machen. Selbst wenn ihr also innerhalb einer Stunde alle nötigen Missionen schafft, um das Maximum von 10 Marken abzustauben, kostet euch eine Mod am Ende mindestens 9 Spielstunden. Wenn ihr sogar alle The Pit-Pläne haben wollt, steht euch monatelanges Wiederholen der immer gleichen Missionen bevor. Damit setzt Fallout 76 einen traurigen Trend fort, der schon mit der Wastelanders-Erweiterung begann und euch in eine völlig übertriebene Grind-Spirale zwingt. Seit Wastelanders gibt es Goldbarren als Spezialwährung, die man nur bei täglichen Quests, Events und Operations sammeln kann und dann gegen hochwertige Ausrüstung der beiden Fraktionen Siedler und Raider oder im Vault 79 eintauscht. Die Jagd nach diesen Spezialwährungen wird allerdings trotz immer mal wieder neu eingefügten Events und wechselnder Seasons mit neuen Belohnungen recht bald ziemlich öde. Wirkliche Abwechslung gibt es im Endgame-Bereich von Fallout 76 nach wie vor nicht. Statt umfangreicher Raids mit mehreren Bossen bekommt ihr es höchstens in 3 anspruchsvolleren Mehrspieler-Events mit der Brandbestienkönigin, einem Wendigo-Koloss oder einem mechanischen Sheep-Squad zu tun. Dabei bleibt ihr aber davon abhängig, ob und wie gut euer Team die Taktik kennen, alleine sind diese Events nämlich nicht zu schaffen. Private Server mit selbst einstellbaren Parametern wie Wetter, Munitionsverbrauch, PvP-Einstellungen und mehr gibt es zwar seit Herbst 2021 schon, die kriegt ihr aber nur als Teil des kostenpflichtigen Monatsabos Fallout First. Wer Hardcore-PvP betreiben möchte, kommt angesichts mangelnder Alternativen aber sowieso nicht um einen privaten Server herum. Der Last-Team-Standing-Modus des Nuclear-Winter-Updates war der letzte dedizierte PvP-Inhalt und der wurde schon längst wieder aus dem Spiel gestrichen. Und so entsteht erneut der Eindruck, als sei der frustrierende Mangel an Abwechslung durchaus gewollt, damit ihr auf die Echtgeldinhalte zurückgreift und so den bequemen, aber teuren Weg nehmt, um dem Grind zu entkommen. Wobei, das stimmt nicht ganz, grinden müsst ihr auch mit Fallout First, es wird durch die Abo-Erleichterungen aber deutlich angenehmer. So jedenfalls macht die neue Erweiterung Fallout 76 nicht zu einem besseren Spiel, sondern bietet euch fürs Endgame maximal ein wenig mehr Abwechslung, bevor es erneut in die unvermeidbare Grindhölle geht. Wer die Dauerwiederholung mag und gut für Massenschlachten ausgerüstet ist, kann hier zwar durchaus Spaß haben, Entdecker und Storyfans gehen aber trotz interessanter Ansätze weitgehend leer aus. Und für die Zukunft von Fallout 76 macht der neue Content auch keine großen Hoffnungen. Immerhin war das kleine Add-on über ein Jahr lang in der Entwicklung. Es sieht jedenfalls nicht so aus, als würde Bethesda noch große Anstrengungen in das MMO-Experiment stecken. Eine umfangreiche, kostenpflichtige Erweiterung wie die großen Add-ons bei Elder Scrolls Online hätte dem Titel ja vielleicht wirklich neues Leben eingehaucht, doch dafür fehlt wohl das Vertrauen in das Produkt. Und so bleibt Fallout 76 auch 4 Jahre nach dem Release ein Spiel, bei dem fast jede Stärke gleich wieder durch eine Schwäche ins Mittelmaß zurückgetreten wird. Da willst du mich verscheißern, oder? Das könnte übel für dich enden.